Vers 28. Erleuchtet durch die Erinnerung an diese Gayatri, die die drei Veden verkörpert, wurde Brahma mit der Weite des Ozeans der Wahrheit vertraut. Und so verehrte er Sri Krishna, die Essenz aller Veden, mit der folgenden Hymne. Erläuterung: Brahma dachte bei sich, durch die Besinnung auf die Kama Gayatri ist mir offenbart worden, dass ich eine ewige Dienerin Krishnas bin. So wurde Brahma dank seines forschenden Selbstbewusstseins mit dem Ozean der Wahrheit vertraut. Wenngleich ihm nicht alle Mysterien in Bezug auf die Stellung einer Dienerin Krishnas offenbart wurden. Jedoch wurden ihm alle Wahrheiten der Veden enthüllt, und diese Essenz der Veden befähigte ihn, dem höchsten Herrn Sri Krishna die nachfolgende Hymne darzubringen. Sriman Mahaprabhu lehrte seine Lieblingsschüler diese Hymne, da sie alle transzendentalen Wahrheiten der Vaishnava-Philosophie in vollem Umfang enthält. Wir bitten unsere Leser, Brahmas Hymne täglich zu studieren und dabei zu versuchen, mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit in ihren tiefen Sinn einzudringen.